Hallo Welt, da sind wir wieder in der Welt, nämlich in der Nuka-Welt. In Nuka World sind wir hier. Und in der letzten Folge haben wir uns so ein bisschen das Gebäude, oder die Gebäude vielmehr, angeguckt, die wir hier so fabriziert haben. Und ich bin echt baff. Ich bin erstaunt über das, was wir hier gebaut haben. Es ist nicht klein. Eine Menge Potenzial für Dekorationen hat das Ganze hier. Teilweise ist das ja schon, wie man sieht, dekoriert. Ja, wir werden aber Richtung Commonwealth gehen und werden noch ein bisschen was einkaufen, damit wir weiterbauen können. In Grey Garden fehlen zum Beispiel noch die Türen. Wow. Und wenn man sich das Gebilde hier anguckt, dann kann man, glaube ich, verstehen, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen uns mit dem Bauen zurückhalten. Wir gucken uns das von unten nochmal an. Wir haben ja hier eine richtige Stadt gebaut. Aber ich muss sagen, jetzt mit der neuen Grafikkarte, vielen Dank nochmal an der Stelle für die Spende mit der neuen Grafikkarte, läuft das hier aber doch sehr ruckelfrei, sehr gut. Sieht echt klasse aus. Ja, und die anderen Spenden, ganz, ganz kurz mal so am Rande. Die anderen Spenden, die teilweise dann ja regelmäßig noch von euch reinkommen, da bin ich jetzt auch am Spekulieren auf den neuen Prozessor i9. Den 990K ist das, glaube ich. Auf den Prozessor bin ich am Spekulieren. Ich bin auch schon fast so weit. Ich bin mir nur noch nicht so sicher, ob ich da vielleicht doch noch lieber einen Monat warte. Wegen der Kühlung. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher, ob meine Kühlung das dann schafft mit dem Prozessor. Aber an der Stelle auch da nochmal vielen Dank für eure Spenden. Und ich denke, mit dem Prozessor können wir dann wahrscheinlich auch noch weiterbauen. Hier, wie liebevoll wir das gemacht haben mit den Geschütztürmen hier, mit den Raketenwerfergeschütztürmen, dass die nicht in die Siedlung reinschießen und so. Aber man sieht, wir haben uns hier keineswegs zurückgehalten. So wie wir es heute machen. Also wir werden das auch weiter so machen. In den nächsten Siedlungen werden wir uns zurückhalten. Die einzige Siedlung, in der wir uns nicht zurückhalten werden, das wird die letzte Siedlung sein, die wir bebauen. Und das wird Spectacle Island sein. Denn zum einen ist die ziemlich groß, die Siedlung. Und zum anderen habe ich da schon seit langer Zeit etwas im Sinn, was wir da bauen wollen. Und das möchte ich auch gerne so bauen, wie ich mir das vorstelle. Haben wir hier irgendwas in der Holzkiste für Sanctuary Hills? Haben wir nichts, das haben wir schon abgeholt. Aufbereitetes Wasser, ja richtig. Wir können ja mal gucken, ob hier irgendetwas drin ist. Was? An Wasser in eurer Siedlung hier. Ich bin echt überrascht. Ich weiß, dass wir hier viel gebaut haben in Nuka World, aber so groß, so gigantisch habe ich das gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist wirklich faszinierend, wenn ich das so mal sagen darf. Ich sag's einfach, ich find's echt groß. Gar kein Wasser, aufbereitetes Wasser, hier ist gar nichts drin. Aber die Wasseraufbereiter da hinten, die laufen doch, oder? Ihr habt doch genug Wasser hier. Ah, das ist Nuka World. Keine Ahnung, warum das hier irgendwie anders ist. Oh, ihr habt ein paar Kronenkorken für uns gesammelt. Die nehmen wir mit, ja. 22.826, dann sind wir auch nicht mehr pleite. Oder fast pleite. Brennstoff, so viel. Für Jet Boost. Oh, da fehlt nur noch Plastik. Und Waffen haben wir auch ordentlich hier drin, kein Wunder. Ich weiß nicht, wie oft wir hier den Größenbalken entleert haben. Einen Zähler, sagte ich ja vielleicht schon. Einen Zähler, glaube ich, hatten wir hier noch nicht. Sonst hätten wir uns da mit Sicherheit auch zurückgehalten ein wenig mit dem Bauen.
Ja, andererseits, auch wenn mich das jetzt ein bisschen erschlägt. Nee, ein Zähler ist hier nicht. Wenn mich das jetzt von der Größe her auch alles so ein bisschen erschlägt, wir gehen mal noch mal schlafen ein Stündchen hier. Sicher ist sicher. Guten Morgen, Chef. Dann muss ich doch sagen, dass. Guten Morgen, Curry. Ja, da muss ich doch sagen, dass wir natürlich hier die Größe gesehen haben. Ach, jetzt gehen wir mal Es ist richtig schwer zu schlafen. sagen, ob Ist ja Ausbrüche doch an der schon wieder Abend. Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Genau. Ja, was ich sagen wollte, wenn ich die Fläche der Siedlung hier sehe, wie groß das alles ist, dann ist es kein Wunder. Wir haben uns einfach ausgetobt hier. Wir haben einfach so gebaut, wie wir wollten und haben uns da keine Gedanken über die Leistung oder über die Größe, Baubalken und so weiter gemacht. Und wir wollten irgendetwas schaffen, was in den Park passt. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Oh, da ist jemand gestürzt. Ja, das hört man öfter hier in der Siedlung. Komm, wir hauen schnell ab, Curry. Sonst lassen die uns nie wieder gehen. Da haben wir genau so eine kleine Kaschemme gebaut, eine kleine Kneipe. Ach. Ja, also für einen Urlaubsausflug auf jeden Fall was. Aber ich bin ja auch nicht der Einzige, der in Nuka World viel gebaut hat. Das hat man ja in unserer Serie zu sehr Siedlungen schon gesehen. Da wurde, glaube ich, von wanderer.de, von dir wurde da, glaube ich, auch etwas hochgeladen. Du hattest auch ein sehr schönes, großes Bauwerk in Nuka World gebaut. Ich glaube sogar ein bisschen größer als unseres hier noch. Ja, nochmal, ich bin ein bisschen sprachlos. Aber so lange haben wir auch gar nicht dran gesessen. Ja, aber es gab ja noch eine Zeit, da hatten wir die Folgen etwas länger. Aber doch nicht mehr zu Nuka World Zeiten. Da hat eine Folge eine Stunde oder über eine Stunde gedauert, meine ich. Eine ganze Weile mal. Ja, da kann man schon einiges bauen. So, aber jetzt geht es zurück ins Commonwealth und zurück zu den Händlern. Hoffentlich finden wir Cricket und die anderen Händler aus Bunker Hill. Naja, was heißt aus Bunker Hill, aber die Bunker Hill-Händler, so sage ich immer ganz gerne. Cricket, Doc Weathers, Gammelkala kommt ja eigentlich, die steht meistens am Drumlin Diner rum, meine ich. An einem, in der Nähe von Sanctuary Hills. Ich tippe mal drauf, dass wir alleine in Diamond City und. Oh. Dass wir alleine in Diamond City unsere Wasservorräte schon loswerden. Aber ich habe echt in Erinnerung, dass hier überall so Steppengras Oh, war. es wird gleich zum Kampf kommen. Ach, Curry, jetzt ehrlich? Ich bin schon über. Dein Puls und deine Vitalparameter sind noch im akzeptablen Bereich. Das Viech erinnert mich immer wieder an den Film Braindead von Peter Jackson. Oh, Blairfliegen. Wollen wir uns mit denen anlegen? Naja, wenn sie uns nichts tun, tun wir denen auch nichts, Curry. Fleisch brauchen wir im Moment nicht so viel. Na, schon zu spät. Kampfhandlungen fort. Kampfhandlungen einstellen. Prima. Oh yeah, Flammendmachete. 25% Chance bei erfolgreichem Blocken 50 Feuerschaden zuzufügen. Aktuelle Mods. Keine Verbesserung. Schaden 389 ballistischer Schaden. Geschwindigkeit mittel. Gewicht 2. Wert 125. Das nehmen wir mit und das Fleisch nehmen wir auch mit.
Ja, und wie ich schon in der letzten Folge, glaube ich, sagte, wir haben hier in Nuka World wirklich jeden Stein umgedreht. Wir sind wirklich auf der Karte von links nach rechts, von oben nach unten, mehrfach also alles abgelaufen und haben uns alles genau angeguckt. Hier gibt es gar nichts mehr zu entdecken. Das Einzige, was ich hier merkwürdig finde, ist, dass ich mich hier an Steppengras erinnern kann. Kann man das ausschalten? Kann das sein? Ich meine, hier war überall so ein bisschen Gras, aber hier ist ja alles... Ja, nichts Grünes oder so, aber hier ist ja alles kahl. Aber es war so vertrocknetes Gras, meine ich, war doch hier überall. Naja, die Büsche... Hier, sowas. Nur ein bisschen höher und mehr davon, überall. Kann sein, dass es ausgeschaltet wurde. Aber es sieht besonders kahl aus, alles. Solche Büsche waren überall, meine ich, früher mal. Der Datenstrom ist schwer zu verarbeiten. Bitte entschuldige, wenn das, was ich sage, nicht immer Sinn ergibt. Kein Problem. Ich arbeite daran? Ja. Das ist wahrscheinlich dann auch abgebrannt. Vielleicht ist das jetzt eine andere Jahreszeit. Da, die haben aber doch auch so gebaut wie wir. Ein bisschen kleiner. Also nochmal, versprochen, wir werden uns mit den nächsten Siedlungen groß zurückhalten. So ähnlich wie in Grey Garden. Naja, Grey Garden ist auch schon wieder sehr viel größer geworden, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich dachte da an ein paar kleine Hütten oben auf der Brücke, aber so viel passt dann gar nicht drauf auf die Brücke. Und ja, das Treppenhaus, das Brückentreppenhaus, von dem dachte ich auch, dass es etwas kleiner werden würde. Also plündern können wir hier auch nichts mehr in der Gegend. Kommst du mit? Vorsicht, Türen schließen. Und fährst du mit zurück, Curry, oder lässt du mich wieder alleine? Du traust dem Ding nicht, ne? Hat sie noch nie gemacht. Mutig. Sehr schön. Also los. Bitte halten Sie die Türen frei. Por favor, manténgase alejado de las puertas. Ja, auch hier im Außenbereich haben wir alles mehrfach durchsucht. Können wir den Hut absetzen? Wir haben den doch auf irgendeine Schnellauswahltaste gelegt. Ah, ich glaube, nur aufsetzen geht. Absetzen geht nicht. Hast du gut geschlafen, Schatz? Wunderbar, Curie. Es ist schon wieder neblig hier.
Das Drumlin Diner sollte dann unser nächstes Ziel sein. Wenn wir schon Handel betreiben wollen. Das vorhin schon genannte Drumlin Diner, vielleicht treffen wir da auch Gammelkarler dann. Und unterwegs könnten wir vielleicht auch noch diesen Händler finden, der die Atomic Cats Outfits verkauft. Und zwar die anderen, die mit Charisma-Punkten drauf. Und nicht mit Wahrnehmung waren die anderen, glaube ich. Was heißt glaube ich? Ich glaube, wir haben so etwas sogar dabei. Jacke und Jeans der Atomcats. Glück bringen die bei ihm. Und die anderen bringen dann wahrscheinlich Charisma. Von, original von den Atomcats. Oh nein! Curie. Keine Sorge, der läuft schon weg. Aber hier ist doch das. Ist doch nicht das Geräusch von einem Brahmin, oder? Hier ist doch noch irgendetwas anderes. Das waren dann doch die Brahmine. Oh, die Hubblumen sind hier schon wieder nachgewachsen. Hubblumen für uns. Oh. Scheiße, was war das? Das ist neblig, die sehen uns nicht. Oh, doch. Ich halte nach dem Schützen aus. Curie, ich bin schon fertig. Mach mal. Ah, sie hat den legendären. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Alles in Ordnung, Madame? Du hast ihn erwischt? Oh yeah, durchschlagend Lasermuskete. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Aktuelle Mods, Standardkondensator, kurzer Lauf, kurzer Kolben, Standardvisier, Strahlstreuer, Schaden, Energieschaden 79, Feuerrate 6, Reichweite 47, Präzision 29, Gewicht 13,8 und Wert 221. Warum sollten wir das liegen lassen? Wir nehmen das mit. Legendäre Raider gibt's noch, aber keine mehr mit Totenkopf. Ich meine, da war doch was mit dem Totenkopf. Das hat, glaube ich, irgendwas auch mit dem Level zu tun. Wir sind ja schon ein, zwei Level höher geskillt. Sunshine Tidings, liebe Welt da draußen. Warum haben die Geschütztürme hier keinen Saft? Wurdet ihr angegriffen? Habt ihr euch eure Generatoren zerstören lassen oder haben wir die Dinger ausgeschaltet, weil sie zu laut waren oder zu viel Energie gefressen haben? Oder sind sie gekoppelt mit den Käfigen? Oh, wir haben ja noch mit Käfigen immer so viel gebaut, genau. Was für Käfige? Hundekäfige für die Moral? Ja, es soll keine Siedlungstour sein. Die machen wir auch noch. Dann holen wir die ganzen Sachen ab, die nach Sanctuary Hills sollen. Aber wenn wir schon mal hier sind... Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Dann können... Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen, wolltest du sagen. Ha, ich weiß es doch. Ah, das funktioniert. Okay, aufsetzen können wir den Hut über die Schnellauswahltaste, aber nicht absetzen. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Schade, oder? Entschuldigung. Willst du was kaufen? Jawohl. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Angebot, Angebot, Angebot. Angebot, Angebot. Schrott.
Und du bekommst Wasser. Oh, Moment. Aber erstmal Waffen. Und Kleidung. Kampfrüstungsteile? Naja, eigentlich können wir das behalten. Das können wir nachher an unsere Wachen verteilen. Wenn wir es verbessert haben, dann. Das war's schon. Und du bist fast pleite. Und wir gehen schlafen. Au, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter zum Drumlin Diner. Das ist ja ganz in der Nähe von Starlight Drive-In. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Müssen wir wirklich aufstehen? Ja, Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.